So, dann gibt's heute mal wieder was aus unserer Kassels Freestyle-Küche oder Bäckerei, besser gesagt. Okay, ich habe schon Bock drauf. Ich bin gespannt, ich hoffe, es wird was. Ja, wir befinden uns immer noch im 18. Dezember 2022. Heute Morgen, heute Nacht, in der letzten Nacht. Eisregen, Eislandschaft, Winter, Feeling hinweg geregnet, hinweg gefetzt draußen in der Natur, ziemlich ungemütlich. Trotzdem war Samira unterwegs, war heute Morgen schon früh zum Hunderundgang mit Spikes an den Schuhen und war dann heute Nachmittag einkaufen in Mademühl beim Penny. Hat ein paar Utensilien zum Essen gekauft und um auch mal wieder eine spezielle Samira Plätzchen-Kollektion jetzt hier im Wohnwagencamp auf die Reihe zu bekommen. So, also die Grundlage werden jetzt Banane und Erdnussbutter und dann kommen da rein eingeweichte Cranberries, Vanilleproteinpulver, Kokosraspeln und was ich hier noch so im Schrank gefunden habe. Hey, kommt da kein Mehl dabei? Doch, Mehl natürlich auch. Zucker? Auch. Also Agavendicksaft. Ja. Also ich hätte gerne Plätzchen, die ja nach Plätzchen schmecken und nicht nach... Also das gibt keine Plätzchen, sondern Kekse quasi. Das sind jetzt nicht spezielle Weihnachtskekse oder sowas, sondern Ganzjahrescookies. Sie sollen nicht zu gesund schmecken. Wollte ich sagen, ja. Das ist richtig. Kein Ei rein? Nee, da kommt jetzt kein Ei rein. Wo kommt das Zeug hierher? Das habe ich im Teegut gekauft. Sieht man irgendwo, was hergestellt ist? Also verpackt in Hamburg, aber wo die Erdnüsse herkommen, die müssen ja irgendwo. Nee, aber beide Hamburg. Interessant. Aber die hier sieht geiler aus, finde ich. Deswegen benutzen wir zum Backen die hier. Was ist das? Noch so ein Gewürzzucker, den ich von der Mama geschenkt bekommen habe. Zimt und Tonkabohnen drin. Was? Hier gibt's auch irgendwas zum Abgreifen. Was ist das? Agavendicksaft. Wo gibt's den eigentlich? Den habe ich auch noch nie gefunden. Beim Penny. Wo denn? Bei den Marmeladen oder wo steht der? Nee, da bei den Backzutaten, wo es auch Backzutaten? Ja, da wo auch Zucker und die ganzen Nüsse und sowas sind. Hast du die vorher eingeweicht, oder? Ja, mit kochendem Wasser. Dann werden die weich. Ich hoffe es. Genau wie Sägespäne. Aber das hier sind keine harten. Versprochen. Nicht die, die ich schon mal hatte. Die waren ekelhaft. Ja. Was ist das? Vanilleproteinpulver noch, was ich gekauft hatte, mal von Zucker und es gibt dann Backpulver.
So, die erste Ladung von Samiras Freestyle-Keksen sind im Ofen gelandet und kommen gerade aus dem Ofen raus und ich werde es gleich mal Testesser machen. Schmecken gut. Ja? Sind noch ein bisschen weich, die werden wahrscheinlich, wenn sie, wie immer, wenn sie ein bisschen älter werden, werden sie hart. Aber so sind sie wunderbar. Echt? Ja. Süß genug? Ja. Prima. Ja, mein heutiger Blick aus dem Fenster an diesem 20.12.2022 kotzt mich total an. Tauwetter, soweit mein Auge reicht. Und schon von Kindesbeinen an kotzt es mich an, wenn die wunderbare Schnee- und Eispracht irgendwann plötzlich blitzschnell dahinschmilzt. Und dann bleibt in meinem Kopf und in meiner Umgebung und in der Landschaft nichts übrig als graue Schlammdepression. Okay, heute ist so ein Tag. Heute ist draußen, es sind 3,7 Grad Plustemperatur. Die nächsten Tage sieht es nicht mehr nach Winter aus. Überwiegend Plustemperaturen über Weihnachten, sogar hier im hohen Westerwald, fast zweistellig. Okay, damit muss man sich abfinden in Zeiten von Klimawandel und Veränderungen von Klimasituationen. Und das heißt für mich heute, ich muss ja, jetzt mal wieder meinem Alltagstreiben nachgehen. Und das bedeutet zunächst heute Morgen zwei Gasflaschen leer gegen voll tauschen. Dann muss ich auf die Bank neue Kohle holen, muss in die Apotheke neue Rezepte holen. Was mich aktuell beunruhigt, sind immer wieder Meldungen, dass wichtige Medikamente, die ich tagtäglich brauche, allmählich in Deutschland zur Neige gehen und kein Nachschub kommt. Das sind vor allen Dingen Blutdrucksenker-Zeugs. Kotzt mich an, scheißegal, dann werde ich meinen Blutdruck eben ertragen müssen. Dann um 12 Uhr habe ich dann heute Friseurtermin bei meiner Westerwald-Lieblingsfriseurin, dem Friseurladen Kuhn in Driedorf. Ja, und dann? Und dann muss ich hier mal wieder Wohnwagen aufräumen, Wohnwagenputz machen und mir irgendwas ausdenken, was mich vom Depri-Wetter und von meinem Depri-Hirn ablenkt. So, jetzt geht's los. Gas holen vorne bei Harm, bei der Campingplatz-Rezeption. Gasflasche für
33 Euro. In Wetzlar bekäme ich sie für 24 Euro. Nun müsste ich dafür 100 Kilometer fahren und 50 Kilo Gas illegal im PKW transportieren. Da hört der Spaß auf. Und deshalb mache ich das nicht. Nutzt mir nichts. Kohle habe ich noch genug. Also Gas vom Campingplatz. So. Zweimal leer. Kommen wir hier. Jesus. Oh Scheiße, Hundeleine vergessen. Stopp, die Hunde. Ja, die Leine darf ich nicht vergessen. Obwohl, wie schon öfter erwähnt und gezeigt, besitzt der Blattchef haben jetzt auch einen Hund, einen wunderbaren Golden Retriever. Den lässt er morgens um 5 Uhr, wie heute Morgen, aus der Hüttentür raus, damit der Hund sich alleine Pinkelstelle suchen kann. Und irgendwann kehrt er zurück zu Harm. Und hier auf dem Platz ist momentan absolut keinerlei Publikumsverkehr, sodass ich auch meine Hunde hier immer mal wieder eine Zeit lang freilaufen lassen kann, damit sie sich ein bisschen austoben können. Ja, die Kacke ist am Dampfen. Ich mache natürlich nicht die Kacke, die Wälder dampfen, der See dampft, das Eis dampft. Alles dampft, wenn es etwas wärmer wird und der Boden noch kalt ist. Oder umgekehrt, wo es manchmal auch dampft, wenn alles noch warm ist und kalte Luft bringt Warmes zum Dampfen. Langsam. Ja. Ja. Hey, Baba. So, gerade habe ich Buddy geholt von Harm und lasse die Hunde jetzt hier unten am Strand noch ein bisschen rumtoben, damit sie auf ihre Kosten kommen. Denn Hunde ohne Bewegung sind wie Menschen ohne Bewegung. Sie werden fett, schwergewichtig, lahmarschig und hocken nur noch faul auf der Couch. Leige. Buddy, komm! Bin ich so dumm in der Gegend. Spielen, laufen! Jawohl, ab die Post! Ja, so ein abtauender See, der sieht so gottverdammt erbärmlich aus. Da kann einem echt die Kotze hochkommen. Aber seit wann lässt sich Kanukassel die Kotze hochkommen? Von natürlichen Begebenheiten im Metier Natur. Oh, gerade wäre ich fast auf die Fresse gefallen. Denn hier, der Strand hat immer noch so viel Kälte in sich, dass noch eisige Flächen hier zu sehen sind, vor allen Dingen unter den Füßen zu bemerken sind, wo ich mich gerade fast auf die Schnauze gelegt hätte. Und heute Morgen habe ich mich schon die Birne eingerannt am Wohnwagen, jetzt noch auf die Schnauze legen und das alles in so einem biederen Scheißalltag. Aber nur mal angemerkt, als ich die vielen Jahre mit schweren Sportunfällen in Krankenhäusern, in Kliniken, in OP-Sälen lag, da war damals schon klar, Sportunfälle sind in der Minderheit. Die meisten schwerwiegenden Unfälle, 90% aller Unfälle, passieren nicht bei Abenteuersportarten, sondern in ganz normalen Alltagssituationen, wie zum Beispiel jetzt, dass ich hier auf die Schnauze falle, mir beide Hüftgelenke, künstliche Hüftgelenke, Plastikdinger zerfetze und dann habe ich gelitten.
Effekte, wenn man genau hinhört, dann hört man das Eis tauen. Es ist zwar noch dick genug, dass es hier noch begehbar ist, obwohl sich große Pfützen bilden, aber es gibt so ein eigenartiges knisterndes Geräusch. Ein Tauwettergeräusch habe ich so noch nie gehört. Eva, Buddy, komm! Buddy, komm! Ja, hier war am Wochenende unsere Feuerstelle. Da hatte sich die Feuerschale ein bisschen eingelöscht, ein bisschen Eis geschmolzen, aber es ist nicht durch. Kommt, ihr Hunde! Ja, hier im Uferbereich, da könnte ich ja auch heute noch ein bisschen mit dem Mini-Hundeschlitten aus Finnland, mit dem Kickspark, mit Eva und Fly am Ufer entlang unterwegs sein. Aber die Hunde haben jetzt bei diesem Zeugs hier, bei diesem glitschigen Nass-Eis, Nass-Schnee-Eis, natürlich keinen Halt mehr mit ihren Krallen. Und da wird nicht viel passieren. Eva, lass das! Oh, die Eva wälzt sich gerade in Aas, tote Maus, muss ich doch direkt mal gucken. Eva, komm her, bei Fuß! Wo hat sie sich gewälzt? Da kriege ich immer einen Anfall, wenn sich die Hunde in irgendeinem stinkenden Scheißdreck wälzen. Boah, Mann, was ist es? Hoffentlich keine Scheiße. Nee, nach Scheiße oder Fischaas sieht es nicht aus. Einfach nach Schlamm. Ja. Im Gestrüpp hängt sie Buddy mal locker ab. Komm! Eva! Hier rutschen die Hunde auch noch. Hier ist noch fettes Eis auf der Wiesenwiese. So, jetzt habe ich es etwas eilig. Ich mag es überhaupt nicht, in Eile zu sein, aber ich habe um 12 Uhr Friseurtermin in Driedorf und muss vorher noch auf die Bank, die nach 12 Uhr zu hat, und muss dort noch ein bisschen Geld, Bargeld abholen. Ja, und zur Apotheke müsste ich auch noch, aber die hat bestimmt schon zu. Also, machen wir locker flockig. Ach ja, ich bin ja immer bemüht, optimistisch zu sein, denn ich bin ein Vertreter der pessimistischen, des optimistischen Pessimismus. Und okay, und ich gebe mir Mühe, dass mich der Pessimismus nicht auffrisst, sondern da kriegt er immer den Riegel vorgeschoben.
mit meinem grenzenlosen Optimismus. Und der sagt mir, dass ich bald im Jahr 2023 wieder losziehen werde. Zunächst gen Süden. Keine Ahnung, wohin in Süden so ganz genau. Dann zurück Samira abholen gegen Südwesten im April. Dann im Mai nochmal gen Süden. Und Juni bis Mitte Juli gen Norden. Und da habe ich schon so eine vage Verabredung mit dem Paddelkumpan Sven. Und ja, danach, wenn Samira mit der Schule, mit ihrem Referendariat fertig ist, wenn in Hessen Sommerferien sind, geht es mit Samira, mit den Hunden, mal wieder zur Abwechslung nach Holland zum Windsurfen und Segeln. Also Pläne ohne Ende. Im Moment habe ich aber Kopfschmerzen und Bauchschmerzen und überhaupt tut mir alles weh. Aber das hindert mich natürlich nicht am weiteren Plänen. Bleib. Hey, man geht zurück. Geht zurück, Fly. Zurück! So, erst einmal wieder Gas. Jetzt bei Plus-Temperaturen reichen 2 Gasflaschen. Für 8 Tage. 2 volle habe ich noch. Und damit komme ich mit meinem aktuellen Gasvorrat bis ins neue Jahr, bis über Silvester. Und das ist gut so. Und danach sehen wir weiter. So, mit einem Karamellbonbon im Mund bin ich auf dem Weg nach Driedorf durch eine versiffte, vernebelte, verregnete Postwinterlandschaft, wollte ich gerade sagen. Ja, könnte man auch so sagen. So, jetzt bin ich bei der Sparkasse Dillenburg, Zweigstelle Driedorf. Und hier hole ich mir mein Bargeld ab. Ja. Nach Sparkasse, nach Apotheke, mit Mangelapotheke, mit Mangel an Medikamenten, die alle in China nicht mehr produziert werden, aus welchen Gründen, oder nicht mehr nach Deutschland kommen, bin ich jetzt beim Friseur. Ich hoffe, die Friseurin hat keinen Mangel an Scheren und sonst was, dass ich hier jetzt einen Stufenschnitt bekomme, so wie ich ihn liebe. Ich will keinen Fasonschnitt wie vor 50, 70 Jahren, sondern ich will einen schönen Stufenschnitt. Und das können noch die wenigsten Friseure oder Friseurinnen der jüngeren Generation. Aber hier ist noch eine liebe Frau. Ja, immer wenn ich von meiner Lieblingsfriseurin komme in Driedorf. Hey Hunde, hierhin will ich euch haben. Dann sehe ich 5 Jahre jünger aus und 2 Generationen spießiger, würde ich fast sagen, ja. So, das reicht jetzt wieder mal für ein halbes Jahr, Friseur. Aber diesmal sind sie echt kurz, aber wollte ich auch so haben. Was ich sagen wollte, diese Friseurin, die hat mir heute gut gefallen. Eine Frau aus Kasachstan, mit ihrer Familie, mit ihrem Mann nach Deutschland gekommen und hier Haus gebaut. Und dann ist der Mann plötzlich verstorben. Und diese Frau kämpft sich jetzt alleine als Friseurmeisterin durch, hat in Driedorf einen Friseurladen übernommen und ist ein schwieriges Schicksal. Und jetzt erzählt sie mir heute, dass sie sich für 6.000 Euro einen VW-Bus, einen T4,
Campingbus gekauft hat und hat jetzt erst gemerkt, dass man den auch für 16.000 weiterverkaufen kann. Er hat schon 300.000 drauf, aber diese 25 Jahre alten T4s, die haben Liebhaberstatus, die haben Oldtimerstatus. Okay, fand ich gut, war ein nettes Gespräch, während meine Haare kürzer und kürzer wurden. Und so ist das dann manchmal. Ich unterhalte mich gerne mit Friseuren und Friseurinnen. Sind immer Leute, die unterhaltsam sind. Und auch die Leute links und rechts von mir, die heute die Haare geschnitten bekamen, waren unterhaltsam. So, jetzt habe ich diesen Vormittag hier ganz effektiv hinter mich gebracht. Und jetzt gibt's Hausputz. Ich meine Wohnwagenputz von innen. Da muss ich heute noch Wäsche waschen und all so ein Zeug. Okay, dann raus mit euch. Fly hierher, hepp. Ja, los, geh, hepp. Hierhin, fly, hepp. So, jetzt komm auch hier hoch. Fly, hepp. Fly. Hier hoch. Okay, weiter geht's. Ja, komm, Eva. Ja, komm, überleg dir was. Komm. Genau. Weiter geht's, komm. Ja, Eva hat die ganze Zeit gerochen, dass Samira hier auf den Cut-Trailer oben auf die Abdeckung Brotkrumen als Vogelfutter hingelegt hat. Die Vögel hatten aber keinen Bock drauf. Und jetzt hat Eva den Mut gehabt, da hochzusatzen und die Brotkrumen aufzufuttern. Oh, jedes Mal, wenn ich mich jetzt aktuell im Spiegel sehe, denke ich, nanu, wer ist das denn? Damit meine ich mich so ordentlich wie heute. Habe ich schon sehr, sehr lange nicht mehr ausgesehen. Okay, nehmen wir das mal so hin, dass ich jetzt ordentlich aussehe, dass ich jünger aussehe, dass ich aussehe wie ein Spießer, wie ich das jahrelang so nicht haben wollte. Aber jetzt sehe ich mal kurz gepflegt aus, obwohl ich wirklich keinen Grund habe, gepflegt auszusehen. Lieber habe ich es gepflegt zu speisen, gepflegt zu reisen, gepflegt zu leben. Aber gepflegt aussehen war noch nie so mein Ding. So, bei meinem Hausputz muss ich jetzt weitermachen. Ein bisschen aufgeräumt, Skier weggeräumt, Kicksback weggeräumt, Hundekacke eingesammelt, die hier tagelang im Schnee festgefroren war. Und das kommt jetzt in den Müll und so weiter und so fort. Ja, wie das so aussieht, wenn das Eis verschwindet und der Schlamm wiederkommt, das sieht man ja in meinem Karren.
Da klebt der Maulwurf schon einfach fest. Ja, damit die Leute nicht denken, der Kanukassel ist nur damit beschäftigt, sich ein vergnügliches Outdoor-Leben zu gestalten und die Dreckarbeit andere machen lässt. Vollkommener Quatsch. Heute habe ich zum Beispiel jetzt auch Waschtag. Ey, andersrum. Das heißt, hier auf dem Campingplatz im Sanitärgebäude gibt es eine Miele-Waschmaschine und einen Miele-Trockner. Da kann ich so eine Box wie hier reinfeuern. Eva, geh mal aus dem Weg. Und da kann ich waschen für 4 Euro. 3 Euro Waschmaschine, 2 Stunden Cleanwäsche und Trockner 1 Euro für 2 Stunden extra trocken. Und das ist schon sehr nützlich, sehr praktisch. Das heißt, ich muss in keinen Waschsalon. Und natürlich ist klar, dass ich hier im Wohnwagen, im Vorzelt, nicht noch Waschmaschine und Trockner habe. Also ich bin da auf öffentliche Geräte angewiesen. Und dieser Campingplatz hat soweit die meisten, oder fast alle Campingplätze haben soweit. Dieser Campingplatz hat 3 Sterne. Der Nachbarcampingplatz auf der anderen Seite, der Kombachtalschwert, hat 4 Sterne. Ist ein bisschen schöner wie hier. Aber alles Paletti. Ja, bevor ich jetzt vortigere zur Waschmaschine-Geschichte, werde ich jetzt erstmal hier ein paar. Oh, Scheiße, da fällt mir noch Brockenkeks runter. Frisch gebacken gestern Abend von Samira, hier im Video zu sehen. Und ja, jetzt muss die Fly, komm her Fly, muss natürlich auch was abkriegen. Okay. Schmeckt gut. Schmeckt richtig gut. Nicht scheu. Und Samira hat die kreative Eigenschaft, immer Freestyle-Kekse zu backen, also nicht nach irgendwelchen ausgeklügelten Rezepten aus Omas Backbuch, Kochbuch, Plätzchenbuch, sondern Freischnauze. Dieses Freischnauze muss Samira auch von mir geerbt haben. Denn ihre Mutter, meine Frau Astrid, die macht auf den Millimeter genau, aufs Mikrogramm genau, nach Rezept, und wehe, da ist irgendetwas anderes, dann gefällt ihr das nicht. Und mir gefällt fast alles wie unseren Hund. Eva, hepp, komm hoch, hepp, ne, hepp, komm hier drauf, hepp, ja los, komm hoch, vielleicht komm du hoch, hepp, ja. Okay, so machst du das. So ist das gut. Eva, komm auch. Ja, komm her. Ja. So, jetzt genug. Das ist für mich. Hausputz, Wohnwagenputz, dreimal täglich. Wenn man 2 Aussies hat, die sich jedes Mal von oben bis unten einsauen. Tja, nach dem heutigen Tag, es dunkelt jetzt schon wieder. Es ist heute so ziemlich der längste Tag des Jahres, aber ich glaube, er ist morgen am 21. Dezember.
Aber jetzt wird es gleich um 4 Uhr dunkel und heute Morgen wurde es erst um 9 Uhr hell. Und jetzt habe ich aktuell keinen Bock mehr, mir noch ein Essen zu kochen. Wir haben die letzten Tage gut gegessen, Samira und ich. Und heute Abend begnüge ich mich mit dem, was ich gerne esse, schnell mache, nämlich mit einem Sandwich oder mit 2 Sandwichs aus dem Sandwich Maker mit Käse, Fett und mit Schinken und das alles so doppelmoppel. Und da ziehe ich mir jetzt rein, und wenn ich anschließend noch Hunger habe, dann koche ich mir heute Nacht noch hier. Wie sieht das aus? Mal gucken. Aber dann, es dampft schon ein bisschen. Aber sieht gut aus. Sieht gut aus. Gibt noch einen Moment Volldampf. Okay, jetzt brutzelt er ziemlich fett. Okay, so liebe ich das. Stecker raus. Und jetzt muss ich mir das hier so rauskischen. Oh, so hatte ich das auch da. Also dann auch schön braun. Jetzt hier hoch. Und hier auch. Und nochmal ein Doppelwopper. Komm raus. Na komm doch. So. So, hat den Rest, den frieren wir mal noch hier raus. Okay. So, jetzt ziehe ich mir so ein Käseteil rein und lege mich auf ein Pennerlager. Mein Tagesenergievolumen ist so ziemlich verbraucht. Struck my heart with a deadly force.
said in the blessing God. Eine Anmerkung am Rande. Auch mein Leben von Kind an wurde sehr stark inspiriert durch Abenteurer, durch ihre Literatur, durch Filme, durch Berichte, Reportagen. Und da kann ich schon jetzt im Rückblick sagen, da hat mich einiges sehr stark geprägt. Ob das Bücher von Karl May waren, der heute so verpönt ist, nicht verpönt, sondern verpönt wird von Spezialmenschen, oder Jack London und andere. Und einer meiner Lieblingsabenteurer ist der Franzose Nicolas Vanier. Er hat eine Unmenge interessanter Bücher geschrieben, Filme gedreht und hat sich über viele, viele Jahre in der nordischen Wildnis der Erdhalbkugel rumgetrieben. Und ich kenne alle seine Bücher, ich kenne alle seine Filme. Und ein bisschen von dem, was dieser Mann so sein Leben lang getrieben hat, ist auch bei mir hängen geblieben. Und so kommt es, dass ich heute mit zwei Hündchen, gelegentlich auch mit drei Hündchen, und auch nicht mal jetzt wirklich spezielle Zughunde, sondern Australian Shepherds, die sehr ausdauernd sind, wie man das ja auch immer wieder sieht auf meinen Videos, so ein bisschen auch das Feeling habe, was ich mir sicher in größerem Stil gewünscht hätte und auch realisiert hätte, wenn mich nicht schon frühzeitig harte chronische Krankheiten etwas ausgebremst hätten. Aber das macht alles nichts. Ich freue mich auch heute noch, Filme von Nicolas Vanier anzuschauen, wie ich das gerade heute Abend hier gemacht habe.